Das Unglaubliche ist passiert. Marihuana ist in Thailand legalisiert. Alles, was du wissen musst und vor allem, wo du aufpassen musst, erfährst du jetzt von mir in diesem Video. Ja, für viele ist ein Traum wahr geworden. Du kannst jetzt in Thailand legal kiffen. Du kannst dein Weed in der Hosentasche packen und kannst einen Ausflug machen zum Strand, in die Stadt was essen, danach einen kleinen Spliffy drehen an der Strandpromenade. Alles cool. Allerdings, wo man aufpassen muss, komme ich dann noch gleich. Kaufen ist für euch natürlich am interessantesten, schätze ich mal, ist genauso wie in Kalifornien oder in den Niederlanden. Du gehst in den Shop rein, es gibt richtige Coffeeshops. In Bangkok sprießen die tagtäglich immer mehr aus dem Boden und sogar an der Khao San Road, für alle Backpacker interessant, weil normalerweise ein Backpacker, der ist immer auf der Khao San Road, der gibt sich das mal einen Abend, habe ich früher auch so gemacht, ist mega geil. Und da kannst du auch den Weed kaufen, da gibt es extra so ein Weed Van, die verkaufen dir dein Gras, aber es gibt Highlands, es gibt Sukhum Weed. Im Endeffekt, guck einfach bei Google mal und gib ein, Marihuana kaufen Bangkok. Dann kommst du schon auf die ganzen Coffeeshops, die werden gelistet. Und da siehst du dann auch die Bilder und da siehst du auch, dass es High-Grade-Weed ist, also keine Thai-Hecke oder irgendein Gras, das beschissen schmeckt mit 1000 Samen drinnen für viel Geld, sondern nur viel Geld, weil die Preise sind momentan sehr teuer, aber du bekommst High-Grade, du bekommst Zeug wie in den Niederlanden, sehr gute Dolden, guter Geruch, gute Wirkung, allerdings 700 Baht das Gramm. Und das bedeutet halt 18 Euro. Ich denke aber, dass die Preise sich die nächsten Wochen nach unten gehen. Angebot, Nachfrageprinzip. Je mehr Shops natürlich eröffnen, desto mehr ist das Angebot und desto mehr müssen sie nach unten gehen, dass auch wieder am Schluss verkauft wird. Deswegen denke ich, dass sich das die nächsten Wochen und Monate einpendelt auf einem vernünftigen Level. Und dann bin ich gespannt, wo der Level ist. Also ich sag mal, in Thailand würde jetzt ein Thai nicht mehr als 100 Baht oder 120 Baht für ein Gramm gutes Gras ausgeben. Deswegen sind diese Preise wie 700 Baht für ein Gramm natürlich Touri-Preise und völlig überzogen. Aber das wird sich sicher geben. Ich denke, es ist positiv für das Land, es ist eine Einnahmequelle und vor allem die Qualität des Marihuanas wird sicher steigen, da es jetzt kontrolliert angebaut wird, da es nicht im Untergrund ist. Und vor allem, dass die Leute, die es anbauen, die müssen nicht irgendwo Angst haben, Sorgen haben, müssen es irgendwie versteckt machen, sondern die können es unter besten Bedingungen unter der Sonne oder im Indoor-Grow, ohne irgendwas verstecken zu müssen, anbauen. Und das ist natürlich schon geil. Also das ist richtig geil. Was man aufpassen muss, ist Folgendes. Es gibt eine Beschränkung. Und zwar der THC-Gehalt, der darf unlimited sein. Nur bei Extrakten, und das wird ganz oft falsch verstanden, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich lese in den Medien in Deutschland oder in Europa, Thailand legalisiert Cannabis nur bis 0,2% THC, alles andere ist verboten, und dann kommen die Leute und sagen, ja, das ist ja lächerlich, da wird man ja nicht high. Das stimmt nicht. Das sind die Extrakte, also Haschischöl oder irgendwie Wachs, Tinkturen, solche Sachen sind nur 0,2% THC maximal. Allerdings, wenn du einen Joint rauchen willst, willst du Marihuana, du willst Gras, und da ist der THC-Gehalt in den Blüten unlimited. Das siehst du aber auch an den Webseiten von den Coffeeshops, da stehen ja die THC-Werte drauf, 18, 20, 22%, also ein echt gutes, potentes Marihuana, würde ich sagen. Deswegen mach dir da keine Sorgen, da ist alles gut, du kriegst gutes Weed. Du kannst auch schön gucken, CBD-Gehalt, THC-Gehalt, was gefällt dir, was probierst du aus. Wo ihr aufpassen müsst, ist der Konsum in der Öffentlichkeit, der stellt aktuell Erregung öffentlichen Ärgernisses dar. Das lassen sie sich auch gut zahlen, sind 20 oder 25.000 Baht Strafe, ist umgerechnet ca. 700 Euro. Also wenn du dich da jeden zweiten Tag erwischen lässt, sprengt es sicher die Urlaubskasse und muss nicht sein. Deswegen mein Tipp, du darfst es ja immer mitführen. Easy, ganz gediegen in der Hosentasche. Und wenn du einen smoken willst, dann gehst du halt ums Eck, wo keiner ist, oder in eine kleine Bar, wo nicht viele Leute sind. Da hat keiner was dagegen, da kannst du rauchen, da fragst du kurz. Easy. Bloß halt nicht am Central Plaza, vor der Central World, in Bangkok, da ein Joint rauchen, da zahlst du sicher deine 700 Euro. Bart hätte ich beinahe gesagt, deine 700 Euro. Und das muss nicht sein. Deswegen, das ist der einzigste Punkt, da wo halt vielleicht der ein oder andere noch Stress haben könnte. Was ich persönlich noch gespannt bin, ist, wie das Gesetz nachjustiert wird. Es wird sicher nachjustiert werden. Die ein oder anderen Stellschrauben werden geschraubt, weil
In den Medien verhäufen sich jetzt die Fälle, zum Beispiel in Schulen, dass irgendwie 10-jährige, 12-jährige Kinder zusammenbrechen, ins Krankenhaus müssen und da behandelt werden mehrere Tage. Und da wurde jetzt das Gesetz schon wieder etwas angepasst. Und zwar, was ich aber richtig finde, in Schulen oder Universitäten ist Cannabisverbot. Also es darf kein Schüler, Student oder auch kein Lehrer Cannabis dabei haben, konsumieren. Und auch Lehrer dürfen gar nicht konsumieren, auch nicht in ihrer Freizeit. Was ein Kumpel von mir, der ist Englischlehrer in der Nähe von Canterbury, ziemlich ankotzt. Aber das, glaube ich, ist egal. Das wird dann nicht groß. Das ist egal. Und das Militär. Militärsoldaten dürfen nicht Cannabis konsumieren, werden da scheinbar auch kontrolliert oder auch nicht. Das weiß mein Thailand eben nie so genau. Aber das ist jetzt schon nachjustiert worden. Auf Shopee. Shopee ist eine Website wie Amazon zum Beispiel. Da kann man Haschkekse, Brownies, Space Cookies jetzt kaufen. Da werden keine Angaben gemacht von Inhaltsstoffen oder wie viel da drin ist. Das würde ich halt gerne als Konsument lesen, dass ich einfach weiß, pass auf, da ist in einem Keks 1 Gramm 20%iges Marihuana, also THC-Gehalt 20% drinnen. Dann kann ich mich darauf einstellen, was wird passieren. Wenn ich jetzt allerdings von Shopee, von dieser Website, mir von irgendeinem, da kann ja jeder diese Cookies backen, da reinstellen und verkaufen. Wenn der jetzt 10 Gramm reinhaut, ich esse das Ding, haut es mir einen Schalter raus, uncool. Aus dem Grund würde ich keine bestellen. Also aus dem Alter bin ich raus, diese Experimente machen zu müssen. Deswegen sage ich euch, es wird, glaube ich, auch in dem Bereich, je mehr passieren wird, nachjustiert werden, dass Inhaltsstoffe angegeben werden muss, dass vielleicht auch die Nahrungsmittel reguliert werden. Macht aber auch Sinn in meinen Augen, weil wer kauft denn irgendwo einen Haschkeks, wo du nicht mehr weißt, was drin ist? Also da musst du dem, der es gemacht hat, schon wirklich vertrauen. Oder du bist halt einfach in deiner Sturm- und Drangzeit mit 20 Jahren und sagst, es ist mir scheißegal, ich esse die ganze Packung. Okay, kann man machen. Aber wie gesagt, ich verstehe es, wenn danach justiert wird, und ich hätte damit kein Problem. Ich finde, es ist halt eine Bereicherung, weil man muss ja nicht kiffen. Aber wenn man möchte, kann man dies. Und das finde ich halt immer schon einfach ein Stück Freiheit, dass ein Mensch das tun kann, was er möchte. Vor allem, wenn es in einem Bereich ist, wie jetzt Marihuana, wie Gras. Es sollte vielleicht auch ein verantwortungsvoller Umgang sein. Also ich habe meine Zeit auch hinter mir, wo ich jeden Tag von der Früh bis abends Bon geraucht habe. Ich muss das nicht mehr tun. Ich bin da auch viele Jahre davon weg. Aber wenn man jetzt mal am Abend eine Tüte raucht, dann ist das eine schöne Sache. Und dann sollte man das auch komplett legal und ohne irgendeinen Stress im Hinterkopf machen dürfen. Und das kann man jetzt. Und das finde ich schon ein Stück von Freiheit. Man muss es ja nicht. Aber man kann. Und das ist doch schön. Ja, und für Thailand, das ist natürlich heftig, weil Thailand war ja immer ein Land, da waren heftige Strafen drauf. Wenn man dich mit ein paar Gramm in der Hosentasche erwischt hat, dann, ja, in 99% der Fälle konnte man sich wahrscheinlich freikaufen. Und in 99% der Fälle war natürlich die Polizei auch aus, sich freikaufen zu lassen. Zwar aber stressig, weil es könnte auch sein, dass du eben nicht rauskommst. Es kann sein, du erwischt irgendeinen Polizisten, der sagt, Freundchen, du gefällst mir nicht, die stecke ich jetzt rein. Und diese Fälle gab es halt auch. Und dann bist du halt mal ein paar Jahre mit 50 Mann am Zimmer. Also ich glaube, dass du da gesundheitlich sehr, sehr, sehr angeschlagen nach Jahren wieder rauskommst. Das will man nicht haben, nur weil du ein paar Gramm in der Hosentasche hast. Und das finde ich halt schon sehr entspannt, dass sie das eben weggelassen haben. Was mir noch wichtig ist, bitte informiert euch, bevor ihr in Urlaub fahrt, wie da die aktuelle Lage ist zu dieser Sache. Da wir jetzt haben Ende Juni 2022, da ist die Gesetzeslage genauso, wie ich es euch erklärt habe. Ich weiß aber nicht, wann ihr das Video guckt und was sich da verändert hat. Deswegen bitte, ich möchte nicht schuld sein. Nicht, dass heißt, der Stefan hat auf YouTube doch gesagt und jetzt bin ich im Arsch. Nee, ich möchte nicht schuld sein. Schaut euch davor bitte nochmal die Gesetzeslage an. Ich denke, es wird kein Problem, es wird nicht mehr groß sich verändern. Aber wer weiß, es ist jetzt legalisiert, es wird sicher nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ja, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ist es für euch ein Anreiz, dass ihr sagt, komm, lass uns Ende des Jahres nach Thailand buchen. Können wir schön einbarzen auf der Insel, Freiheit und so. Oder ist es der verkehrte Weg, dass ihr sagt, nee, da sind wir gar nicht dafür. Wir finden das nicht gut, was die Regierung da macht. Das ist nicht von Vorteil, das ist nicht gut für die Leute. Lasst es mich einfach wissen, wie ihr zu dem Thema steht, ob ihr das cool findet. Aber ich glaube schon, sonst hättet ihr nicht gesucht in der YouTube-Suche. Eure Meinung interessiert mich. Kommentiert mein Video, drückt auf Gefällt mir, wenn es euch